Moin, moin, liebe Sportsfreunde. Faust ist hier am Start mit dem Nexus! Nexus, genau. Wir haben hier gerade mal so ein Spiel ausgekramt und da werden wir mal so ein paar Folgen von machen. Und zwar spielen wir hier Flashlights Police Firefighting Emergency Service Simulator. Ja, ist ein scheiß Name. Link in der Videobeschreibung, Steam Shop, 12,50 €. Ja, und nur zur Info, ihr habt das jetzt einmal gehört, diesen voll ausgesprochenen Namen. Bei mir werdet ihr den nicht hören, wenn ich das ansage. Nee, also das nächste Mal mache ich das auch nicht. Nee. Flashlights reicht. Ja, Flashlights. Eigentlich, ja. Wir haben hier die Möglichkeit, jedenfalls zwischen dem Polizisten, dem Feuerwehrmann oder dem Sanitäter zu wählen. Und nächstes, was machen wir heute als erstes? Ja, ich würde sagen, wir machen mal Grisou, den Feuerwehrmann. Ja, alles klar. Na? Den Feuerwehrmann. Da haben wir gedacht, da machen wir mal so 3 Folgen Feuerwehr. Da machen wir 3 Folgen Polizist und dann machen wir nochmal 3 Folgen den Sanitäter. Genau. So, hier haben wir Charakterauswahl, aber das ist mir eigentlich alles scheißegal. Aber man kann ein bisschen was umstellen, das ist ziemlich cool, finde ich. Man kann also zumindest zwischen drei Charakteren wechseln und nochmal zwischen männlich und weiblich. Ja, na? Und Brille noch nicht, weil das Spiel ist noch in der Early Access. Genau. Das muss man dazu sagen, seit ich glaub, Mitte 2018 ist es rausgekommen. Ja. Ja. Irgendwo so, und aber es gibt tatsächlich immer noch regelmäßig, kann man fast sagen, monatlich ein Update. Ja, so einmal im Monat im Schnitt, ja. Ja. So, da sehen wir jetzt den kleinen Faustus, wobei eigentlich ja ich der kleinere von uns bin. Na, ich habe noch ein Ladebildschirm. Glücklicherweise. Wir haben auch schon direkt den ersten Einsatz tatsächlich. Ja, ich bin immer noch im Ladebildschirm. Scheiße. Ah, jetzt. So, wir haben schon auch ein paar Rufpunkte, wie wir oben links sehen, weil wir haben gestern auch schon mal ein bisschen gespielt. Ja, genau. Also können wir eigentlich direkt den Auftrag annehmen, wa? Ich hab den leider nicht. Ich war noch nicht da. Ja, aber kann sein, wenn du Y dann drückst. Nee, der ist ja... Wird da, mir neuer Feuerwehreinsatz. Katze steckt in einem Baum fest. Alles klar, angenommen. Ja, nehmen wir mal an. Weil mit Y können wir die Aufträge annehmen. Ja, die müssen wir auch beide annehmen und dann kriegen wir auch beide Rufpunkte und ja. Und jetzt geht er direkt los, fahren los und machen direkt die Sirene an. So, sollte auch jetzt nicht zu laut sein. Ich habe leider weißes Auto gerammt. Hat 5 Minuspunkte gegeben. Ah, echt? Ja. Gut. Wo müssen wir lang? Fahr geradeaus. Also okay. Wenn man ohne Sirene unterwegs ist und über Rot fährt, gibt es auch Minuspunkte. Leider finde ich den Verkehr ein bisschen wenig, muss ich sagen. Auch die Fußgänger und so. Die Welt ist noch ein bisschen tot, aber das Spiel ist Early Access. Da kommt vielleicht noch was in der Hinsicht, hoffe ich jedenfalls. Denke ich aber auch. Und man muss dazu sagen, das Lenkverhalten von den Fahrzeugen ist tatsächlich fast eins mit links, der besten. Links. Ja. Ja. Fast der besten Lenksysteme, die ich in Simulatoren-Spiele gesehen habe. Tatsächlich. Ja, das stimmt. Also das Fahrverhalten ist eigentlich ganz in Ordnung. Und ich sag mal, die Sirene hättest du jetzt sparen können für eine Katze im Baum. Nein, das ist eine Katze, hallo. So, haben wir denn irgendwo hier Rettung? Leiter. Willst du Leiter machen? Ja, komm, das macht der Faustus. Der Faustus ist der Leitergänger hier. Soll ich Leiter machen? Gut. Ja, du machst die Leiter und holst das kleine Miezchen da raus. Ich beruhige in der Zeit die Katzenbesitzerin. Wo ist denn die Katze? Ich sehe die gar nicht. Hier vorne in dem ersten Ast da. Rechts. Rechts. Siehst du so? Nö. Echt nicht? Unter dem Baum, wo ich jetzt stehe. Ach, da! Ja, alles klar. Ja, das ist eine braune Katze auf einem braunen Baum. Das ist. Hast du schon mal eine Leiter hingestellt? Nö. Ich auch nicht. Wir gucken uns das mal an, was der Faustus da macht. Das sieht ein bisschen aus, als wenn du einen Schlauch benutzt. Oh, umgefallen. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen verbuggt. Ah, ja. In Anführungsstrichen. Scheiße. Wie machen wir denn das jetzt? Wir können auch den Leiterwagen ausfahren. Ja, wenn ich wüsste, wie das geht. Ja, das ist die andere Sache. Verwende Leiter. Aufnehmen, aufnehmen. Ja, selbst eine Katze retten ist nicht so einfach. Nee. Aber hier steht auch nirgendwo, dass man die Leiter benutzen kann, hier die Drehleiter. Nee, ich glaube auch, dass man die noch nicht benutzen kann. Meinst du? Denke ich mal, ja.
Aufnehmen, nee, ich will ihn nicht aufnehmen, verwenden. So. Katze habe ich. Faustus der Retter. So. Katze für dich. Oh. Plus 45 Punkte. Sehr schön. Ich habe jetzt nichts gekriegt, weil leider weiß, kriegt nur derjenige wohl was, der. Ah, doch, Moment, Normal, jetzt. doch, normal müsstest du jetzt auch welche kriegen. Ja, tatsächlich 25. Und ein Notruf habe ich dazu gekriegt. Ja, genau. So, jetzt machen wir natürlich unsere Dingens aus. So, jetzt können wir entweder zurückfahren oder wir warten, bis der nächste Einsatz kommt. Das Spiel ist auch offen für alle. Also wir Genau. können auch andere Leute joinen. Ich glaube, bis zu 10 Spieler geht maximal pro Das heißt, Sitzung. wenn wir zufälligerweise gerade spielen und ihr seht das, könnt ihr auch gerne mal hinzukommen. Ja. So, nächster Einsatz. Fahrzeugfeuer. Geil. Nehme ich. Ja. Oh, muss glaube ich drehen. Ja, ich dreh schon. Guck du, wo ich hinfahren muss, dann. Ja, rechts. Okay. Weil es ist besser, wenn man das zu zweit macht, weil dann kann der eine die Karte offen machen und kann sagen, hey, du musst hier rechts, da links oder sonst irgendwo. Boah. Jetzt fährst du wieder rechts. Leider ist die KI noch nicht so eingestellt, dass sie auch wirklich Platz macht. So richtig zumindest. Aber das kommt mit Sicherheit alles noch. Die sind ja auch noch fleißig am Arbeiten. Soll Straßenverlauf folgen und dann an der Kreuzung links. Okay. Und dann. Genau, links. Das ist in der Wüste. Das ist ziemlich weit Ah, weg. da hinten wieder, ja. Da haben wir ja gestern schon mal So, ein bisschen. geradeaus. So, wir können auch mit C das Ganze uns von innen angucken. Ach ja, genau. Mit der Maus kann man auch so ein bisschen den Kopf schwenken dann dabei. Und jetzt müssten wir abfahren, rechts runter. Mache ich alles. Mein Genau. Faustus sagt, dass ich hier rechts abbiegen muss, dann biege ich rechts ab. So, Komm das weg da, passt. genau. Und jetzt fährst du an der. Jetzt fährst du rechts. Genau. Und eigentlich jetzt den Straßenverlauf komplett folgen. Okay, das kriegen wir hin. Denke ich, ja. Ist ja auch schön, ne? Man hat so ein bisschen Wüste hier, ne? Man hat verschiedene Biome in dem Sinne. Kann man ja auch so nennen. Ja, klar. So, ja, sind noch ein paar Meter. Ja. Ich habe nur ein Auto vor mir. Was ich noch ein bisschen Boah, schade. Alter! Das meinte ich mit KI, die ist halt noch ziemlich doof. Ja, Auf und einmal hat die voll in die Bremse gehauen. das Ding ist, das ist uns gestern schon aufgefallen. Ich habe jetzt zum Beispiel gar kein Auto gesehen. Also das Auto war noch weit vor uns und da ist der nächste schon wohl draufgefahren und abgehoben. Ja. Und der nächste hat auch gestern beobachtet, dass ich wohl durch Autos durchgefahren bin, die ich gar nicht da hatte, aber er. Ja, genau. Deswegen, also der Multiplayer ist noch ein bisschen verbuggt, in Anführungsstrichen. Ja. Aber wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm, weil es halt noch in der Early Access ist und dafür ist es eigentlich schon okay. Definitiv, kann man ja auf jeden Fall nicht meckern. Nee. So, wir nähern uns langsam und wir müssen gleich rechts, aber das siehst du jetzt wahrscheinlich auf der Karte Ja, selber. jetzt sehe ich das selber. So, perfekt. Ja, erstmal schöne Bremsung. Was hier im Verkehr ist. So, wir sind da. So, packen wir uns mal den Feuerlöscher. Echt? Ich nehme direkt den Wasserschlauch. Ja, nimm du mal ruhig einen Schlauch. So, jetzt müssen wir schön mit rechts anvisieren und dann kann man mit links schön das Feuer löschen. Finde ich auch eine coole Sache, dass man das so machen muss. Das Feuer ist voll laut, ne? Ja, das ist schon ziemlich laut. Wir haben versucht, so gut wie möglich schon die Lautstärke anzupassen, dass es halt für euch schon perfekt ist, dass man uns hört, genauso, dass man auch dann die Geräusche vernünftig hört und nicht zu laut ist. Ja. Ähm, So. wir werden aber mit Sicherheit nochmal vielleicht ein bisschen nachjustieren müssen, je nachdem.
Aber das werden wir ja sehen. So, mein Feuerlöscher ist leer. Ja, ich mach das letzte Feuer, ist alles gut. Deswegen habe ich ja direkt den Schlauch genommen, weil der Feuerlöscher direkt immer leer ist, ne? So. Perfekt. Super Sache. Gelöscht. Jetzt müssen wir natürlich wieder alles abbauen. Zack. Verletzt ist aber keiner, ne? Nee, verletzt ist keiner. Das kann nämlich auch zwischendurch passieren, dass mal ein Verletzter dabei ist, ne? Ja, und dann kann man halt einen Krankenwagen rufen, der dann von der KI gesteuert wird und dann holt er den ab. Genau. Oder eben, wenn zum Beispiel jetzt auch vielleicht einer, ein anderer Spieler mit dir drauf wäre, der zufälligerweise gerade Rettungsdienst ist. Ja, genau. Kann sein, dass der auch den Auftrag ankriegt, ne? Deswegen, also es ist ein bisschen miteinander zusammenspielen halt, ne? Ich muss auch tatsächlich sagen, als wir gestern gespielt hatten, Scheunenfeuer, jawohl, nehme ich. Ja, da direkt. Als wir gestern gespielt haben und ein paar andere Leute hier drauf waren, also die haben auch keine Scheiße gebaut oder so. Die haben tatsächlich das Spiel richtig so gespielt, wie man spielen soll. Ja, wir waren eher mehr die Leute, die Blödsinn gemacht haben. Boah, kann man so sagen. Ja, aber wir haben gesagt, für euch machen wir das jetzt mal ein bisschen vernünftiger. Ne? Wir geben uns mal ein bisschen Mühe. Ja, wartet mal ab, wenn wir mal die Polizei spielen. Das wird spannend. Da... Ja, das ist schon... Interessant, die Polizei zu spielen. Einfach alles abknallen, weil da ist. Ja, definitiv. Jeder, der da irgendwie abhaut oder sowas, sofort erstmal auf Schrotflinte oder so ziehen. So, du fährst weiter geradeaus. Ja. Die dritte. Ja, Alter. Okay. Dieses blöde Auto wieder, ne? Ich wollte rechts vorbei. Ach, und er zieht nach rechts. Links. Ja. Also geradeaus, zweite. Dritte rechts. Dritte also, rechts, okay. Eins, zwei. Also die letzte eigentlich, sozusagen. Ja. So, dann fahren wir weiter geradeaus, dann bis eigentlich nicht mehr geht und dann fährst du wieder rechts. Okay. Das hört sich einfach an, das kriege ich hin. Ja. Das Schöne ist, man kann auch noch so ein bisschen mit der mit 1, 2, 3, 4, 5 als Tasten oben drüber kann man halt Sirene an- und ausmachen, beziehungsweise noch irgendwie so ein anderes Licht hier anmachen. Hier. Zack. Was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Genau, wir wissen nicht, was es bedeutet, aber bei uns deutschen Dingens gibt es das ja auch gar nicht, Rettungsdienste. Nee. Aber eben vielleicht bei den Amerikanern. Wird wohl so sein. Ja. So, jetzt fährst du eigentlich nur noch geradeaus, also Straßenverlauf folgen und dann sehen wir das gleich schon. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir den Scheunenbrand noch löschen können, wa? Tja, versuchen wir mal. Sollte ja nicht so schwierig sein. Wir sind ja ausgebildete Feuerwehrkräfte. Ich habe mir letztens auf Sky 911 angeguckt, also es ist jetzt nicht 9. Also 11. September Zeug, sondern ja, die Notruf 911. Das ist auch so eine Feuerwehr-Serie, war ziemlich geil. Gab's leider nur 2 Staffeln von, aber naja. Okay. So, da haben wir das. Ne, ich fahr mal weiter da rein. Fahr mal näher ran, ja. So, einen Hydranten sehe ich hier keinen. Ne, müssen wir leider weiß wohl unser Wasser nehmen, was wir hier haben. Pylone, nee. Retten. Feuer muss gucken. Unter Feuer muss ich gucken. Wasserschlauch. Oh, muss aber den richtigen auswählen. So, ist das ein falschen? Ja, ich habe einen falschen genommen. Wir haben auch nur begrenzt Wasser im Auto, ne? Da muss man, sieht man unten rechts. Ja. Also wenn uns das jetzt nicht gelingt mit dem Wasser, was wir bei haben, ja, dann ist. Dann ist Kacke. Okay. So, wie kommen wir denn da ran? Hier unten. Oh, das wird eng. Das wird eng mit dem Wasser. Ja. Allerdings können wir immer noch auf Feuerlöscher zugreifen. Die sind zwar schneller leer. Aber... Oh je.
Oh, Wasser ist kein leer. Wasser mehr. Scheiße. Ja, wie mache ich den Schlauch jetzt weg? Also, müssen wir mal gucken, wenn es brennt, dass wir vielleicht mit zwei Fahrzeugen fahren. Okay, das eine Feuerwerk kriege ich definitiv hier noch gelöscht. Aber die anderen, wo ist das denn hier, ey? Nein, nicht. Hier. Ach doch, da unten. Fire. So haben wir das auch, aber. Hier brutzelt es aber noch. Ja, ich weiß noch nicht wo. Na hier. Hast du gefunden? Ja. Das ist auch das Letzte. Ja, guck mal, haben wir ja doch geschafft, ne? Aber knapp, Junge. Ja, das war verdammt schon knapp. Ja, müssen wir mal Hammer. gucken, wie können wir denn Wasser auffüllen? Das ist ja auch so eine Sache, ne? Vielleicht müssen wir mit den anderen Schlauch dann an Hydranten dran, ne? Und dann an den Wagen anschließen Das oder so. Ding ist, ja, jetzt ist das Auto leer, ne? Ja. Wenn wir jetzt noch zu einem Feuer müssen, dann ja. Könnte scheiße enden. Ja. Und die Feuerlöcher, ich glaube auch nicht, dass die jetzt automatisch wieder voll sind, nur weil du die ins Auto legst, Nee, die kannst du so oft rausnehmen, wie du willst, habe ich tatsächlich festgestellt. ah, okay. Fahrzeugfeuer. Oh je. Tja, was willst du machen? Ja, hin. Das ist aber in der Stadt. Das Das ist wird, schon mal gut. wir werden Hydranten in der Nähe sein. Du kannst jetzt rechts fahren. Ja. Genau, und dann irgendwie auf die Autobahn links. Also wir müssen auf jeden Fall nach links. Jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Sollen wir das denn überhaupt noch machen? Meinst du nicht, oder sparen wir uns für die nächste Folge? Das ist die Frage, ne? Jetzt auf jeden Fall links. Ja. Ja, sparen wir uns das für die nächste Folge. Boah, verdammt. In diesem Sinne würde ich sagen, in dieser actiongeladenen Szene verabschieden wir uns jetzt und sehen uns in Genau. der nächsten Folge wieder, wenn wir zu dem Feuer da reiten und das löschen werden. Genau. Ne? Dann. In diesem Sinne, wir sind raus. Haut rein! Haut rein!